Ich habe Bern eher als ungemütlich empfunden. Es gab ja viele Kämpfe, jetzt nicht nur wegen der Fusion, sondern die Chancen, die wir hier haben, zum Beispiel ein Casino-Umbau mit Bürgern, die nicht gemütlich sind, die sehr genau wissen, was sie wollen, die sehr genau wissen wollen, wohin ihr Geld geht. Das war schon nicht behäbig. Ich habe hier keine Behäbigkeit gefunden. Ich habe eher Sturköpfigkeit gefunden. Ich habe Mauern gefunden, die schwer waren zu durchdringen oder zu umgehen. Man muss manchmal auch nicht mit dem Kopf durch die Wand. Es ist ja noch viel schlimmer. Bern hat den lautesten Bahnhof. Er ist nämlich in einer Kurve und die Züge kommen und quietschen und man kann sich nur die Ohren zuhalten. Und wenn man hier ankommt und denkt, wenn das so weitergeht, wie sieht es denn in dieser Stadt aus? Und dann geht man raus und da ist eine herrliche Kirche. Und dann geht man die Altstadt runter mit den Lauben und dann denkt man, wie passt das alles zusammen? Und ich meine, ich habe schon verstanden, es war eigentlich eine gute Idee, einen Bahnhof in eine Kurve zu bauen, ohne einen Kopfbahnhof zu haben wie in Zürich oder in anderen großen Städten. Aber ganz gelungen ist es nicht. Ja, ich bin früher, als ich noch mutiger war, in der Aare geschwommen und heute habe ich einfach Angst, dass ich nicht rauskomme oder zu früh rausgehe und dann mir die Knie aufschlage. Also, und ich habe sowieso, ich bin nicht wasserscheu, aber ich habe Schiss vor Wasser. Und die Aare ist ein wahnsinnig schöner Fluss, wenn man ihn als Fußgänger abgeht, zwar links wie rechts und hoch hinauf. Aber es fehlt zum Beispiel ein Fahrradweg, der wirklich der Aare entlang führt, bis nach Thun hinauf. Das sehe ich jetzt, zum Beispiel der Inn, der hat das. Und da habe ich das Gefühl, da hätte man noch mehr aus der Aare herausholen können. Ja, vielleicht hat man auch den Umbau da angefangen, das kann durchaus sein. Ja, das sind Widersprüche in dieser Stadt. Wir haben ja auch ein Foyer im Theater, das direkt aus dem Rosenkavalier, aus dieser Villa des Parvenus hätte entstammen können. Schön gemacht. Und dafür haben wir ein Dirigentenzimmer dort, das wohl das schäbigste weit und breit ist. Also beides gehört zu dieser Stadt. Aber das beklage ich nicht. Das finde ich eigentlich ziemlich geil.